Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer Folge von Anno 2205. Ich suche mir gerade hier ein Sicherheitsgebäude, das würde ich nämlich gerne hier noch hinklatschen. Die Anzahl Sicherheit jetzt bei 15, das ist bei 12, also passt's. Was wir nicht brauchen, ist wahrscheinlich... Ja, also das haben wir noch genug. Auch das Stadion, weil ich will hier hinten nicht ein Stadion haben. Es soll ja mehr in solchen Gebieten hier reinrutschen, also dann bauen wir lieber hier eins hin oder da haben wir eh. Also finden wir ja schon andere Orte, wo wir die hinklatschen könnten. Warum eigentlich nicht? Komm, passend. Einwohnerzahl geht. Ja, 4 plus auf 4000. Komm, passend dafür, dass wir gestern NFL hatten. Also Super Bowl. Klatschen wir einfach noch einen dahin. Kohle haben wir eh genug. Deko. Was nehmen wir? Ein Baum. Ja, fassen wir es einmal ein. Bäume. Sind das Dekobäume? Ja, sind Dekobäume. Wir werden alle Kräfte aufbringen müssen, die sie haben. Das wird gefährlich. Ja, ja. Du machst das schon. Der war falsch gebaut. Einwohnerzahl geht weiter. Dann schaue ich mal, wie wir hier noch ein paar Einwohner reingequetscht kriegen. Ist der Rest... Oh, geht sogar auf. Okay. Jetzt kriegen wir noch hier nichts mehr hin. Sprich, wir müssen hier eh so oder so eine Straße bauen. Bauen sie erstmal bis da. Grübel, Grübel, Grübel. Firmenstufe 71 ist erstmal egal. Erreicht neue Puh, wir könnten eigentlich. Dann kriegen wir die nicht mehr bewegt, ne? Ja. Parken wir das mal da. Und hier doppelt. So, dann kriegen wir nämlich von den einfachen Wohnhäusern hier nochmal einen kleinen Strang unter. Dich. Da ist nix. Da nicht, da nicht, da nicht. Hier nicht. Hier haben wir schon alles aufgeräumt, glaube ich. Ja, dann quetschen wir dich ja da hin. Wir waren aber gerade hier zugange. So. Wir kriegen aber bestimmt noch eins. Wollte gerade sagen. Den kriegen wir da noch reingequetscht, was sagt Wasser minus 2. Bergbauplatz, Wasserbauplatz, ist das belegt, belegt, nicht belegt. Ziehen wir den erstmal bis nach da. Was, Logistik fehlt uns? So, da haben wir auch wieder Logistik. Ich schau mal ganz kurz. Moment, Moment, Moment. Bin wieder da, voll und ganz für euch. So, was haben wir denn hier? Der ist sind happy. Vorbildlich. Sowohl ja. Als Arbeitgeber als auch als vom Mond kommt da alles runter. 4. Das ist eh uninteressant.
Ja, die Computer minus 7. Oh, oh. Gluck, gluck ist wieder alle. Der hat jetzt keiner mitgerechnet. Passt. Passt relativ. Damit sind wir wieder auf 0. Genau, und warten jetzt erstmal den Rest ab, was die Einwohnerzahlen wieder sagt, wann sie wieder nach Saft schreien. Aber sonst sieht es doch gar nicht so verkehrt aus. Die 500.000 haben wir. Die Bilanz steigt weiter ins Positive. Ich würde sagen, es läuft. Doch, ne? Endlich läuft's doch. Jetzt können wir uns doch in der Theorie, näher können wir uns nicht, weil Wasser, Wasser, Wasser. Muss weiter ausgebaut werden. Ach ja, die sind ja fleißig da am Gebäude hochziehen. Kostet ja die ganze Zeit Ressourcen. Ich hätte sie sowieso hergerufen. Ihr seid aber happy, ne? Besucht Quantencomputer. Scheint so, ne? Hier kann man auf jeden Fall ein gutes Leben. Warum sind die eigentlich nicht mit aufgestiegen? Das wundert mich. Das ist wirklich nur die erste Reihe immer bei den Gebäuden. Ah, hier ist schon ein paar mehr. Hier sind ein paar mehr happy. Weil der müsste nochmal eine Stufe höher und dann nochmal. Aber es funktioniert. Ich bin ja begeistert. Könnte man ja fast vermuten, wäre alles so geplant gewesen. So, was könnten wir jetzt machen? Ich überlege gerade. Brauchen wir noch irgendwas? Was für eine nette Überraschung. Wir haben bloß noch einen Schwerkraftkompensator. Was kostet denn der Ausbau von denen? Ach, wir können uns. Sind wir schon beim Maximum angekommen? Nö, na dann. Warten wir und dann können wir uns den letzten Sektor kaufen. Und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital. Ja, ja, ja. Denn ich behalte lieber das Geld, weil glaube ich gleich kann es teuer werden. Haben wir den eigentlich fertig? Nö, eigentlich fehlt da noch was. Okay. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Wein, genau, da war ja was, ne? Der letzte Wein ist ja da. Dann können wir auch den das Weindings in die Tonne schmeißen. Gibt wieder eine bessere Bilanz. Wir beschleunigen mal ein bisschen die Zeit. Das wird ein Spaß, mein Freund. Die perfekte Gelegenheit, um... Wenn du das tust, wird was passieren. Was Gutes. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Rindfleisch... Jetzt aber seid ihr bescheuert, das heißt, ich muss ja 30 Rindfleisch mit einer Handelsroute hier hochkriegen. Also die mittleren Kosten. Ach ja, hier bauen wir euch ja, ne? Seid ihr schon voll ausgebaut? Nö, aber... Das und das. Wie sieht es denn da aus? Haben wir noch genug? Haben wir noch genug? Also kriegen wir noch... Strom könnte ich knapp werden. Nö. Kriegen wir die voll durchgezogen? Nee. Setzen wir mal nach da. Ah, minus 2. Von den Fusionsdingsbums hier. Fusionszellen kriegen wir, glaube ich, hier. Wo ist das Hauptgebäude? Da. Fusion. Das ist fertig gebaut.
Das ist ja kacke. Nee, du nicht. Dich habe ich gesucht. Und du bist voll ausgebaut. Du auch noch nicht. Okay. Denn wir müssen noch einen neuen davon bauen. Das heißt, du kommst mal her. Ich schau mal, wo ich dich hinquetsche. Quetsch mal nach da. Zwei Stück. Ey, das ist ja wie dafür gedacht. 12 Schwerkraftkompensatoren. Denn. Eine dritte für Schwerkraftkompensatoren wird ausgebaut. Objektprofil wird aktualisiert. Und das war es dann auch schon wieder. Dafür, genau. Hallo, Sie wollten mit mir sprechen? Ja, gib mal her. So, jetzt haben wir alle Sektoren in unserem Besitz. Wollen wir ganz kurz das Video schauen. Bitte, Ihre neueste Siedlungszone. Ich habe gehört, wie Astronauten diesen Ort die Klaue nannten, wegen der Form der Krater. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Gerüchten zufolge plant eine Firma der Big Five hier einen Bergbaubetrieb. Wenn Sie mich fragen, klingt das nach einem profitträchtigen Gemeinschaftsprojekt. Dann wird's hier wohl das Magnetit geben. Und zwar genau da. Zerstörbares Objekt. Mal gucken, welche Krater wir uns denn ausbreiten. Die wird ja fast sein, wir nehmen die hier hinten. Die größten. Warum auch nicht? Wir sind halbwegs dicht an allem dran. Kostet der Spaß 100.000. Aha. Haben wir gerade so. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Der Mond ist voller Meteoritenkrater. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxconn eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Mhm. Und das wäre... Jetzt sag schon. Finden Sie einen Meteoriten, der wird sie doch verarschen. Guck mal da. Ich habe doch hier irgendwo was gesehen. Achso, das soll man einfach mal anklicken. 1 von 6, gut. Also. Zoomen wir mal raus. Geben uns mal auf die Suche. Ich dachte, erst die Großen sind gemeint, aber da wird es wahrscheinlich angebaut. Das Sektorenprojekt. Du bist keiner, du bist keiner. Ist hier nichts mehr? Ihre Arbeit hat auf höchster Ebene Zustimmung gefunden. Ich wurde zu Ihnen geschickt, da meine Vorgesetzte Ihnen einen Auftrag anbieten möchte. Und der wäre? Halt, was? Produktionsüberschuss von Arbeitskräften von 300. Sollte in der Theorie machbar sein. Dann brauchen wir hier aber erstmal Wasser. Und dafür
Zack, Straße. Wasser, jetzt brauchen wir erstmal das wieder zubauen, ne? Arbeitskräfte. Na? Zack. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. So, jetzt brauche ich Sauerstoff. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenn ich den jetzt pausiere, nur mal so. Plus 5. Gut. Nein! Nicht dahin bauen, doofes Ding. Schauen Sie sich um. Würden Sie hier leben wollen? Würdet ihr auf dem Mond leben wollen? Bist du bescheuert? Weißt du, wie schlecht der Ping ist? Irgendwer freiwillig auf dem Mond wohnen würde. Ja, plus 15. Da wird 20 Leute brauchen. Die aber auch 10. Ich warte auf das nächste Shuttle und verschwinde von hier. Jetzt wüsste ich bloß gerne, wie viele Einwohner hat denn so ein Haus hier? Bereit fürs Grab. Okay. Luftschleuse offen. Produziert Sauerstoff. Ah, da haben wir den Knackpunkt gefunden. Ah, jetzt haben wir auch wieder Wasser. Wasser haben wir, Sauerstoff haben wir. Alles zeigen, aber es gibt kaum was zu sehen. Verjüngungskuren, da kümmern wir uns später drum. Das ist ja erstmal das Uninteressante. So ein Reparaturdings, dafür können wir aber sorgen. Wenn wir Dingsbums hätten. Titanplatten, fliegt hier noch. Ach, warte mal. Kein Wort über diesen Ort, klar? Aber nicht vergessen, von mir haben Sie das nicht. Klar, haben wir genug Titan. Strom. Ja, fast perfekt. Ich hätte gerne einmal Strom. Strom passt. Wir haben Strom, wir haben das Bedürfnis erfüllt. Und dann sollte dies auch ausreichen. Hierfür. Und schwupp. Was steht da? 300 brauchen wir im Plus, ne? Oh Gott. Dann gibst du mich hier Magnetitmine. Was hast du für einen Auftrag? Tust, wird was passieren. Was Gutes. Das hast du echt gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, Auftrag schon erfüllt, hä? Cassian bezahlt gut und erwartet dafür eine bevorzugte Behandlung unserer Projekte. Meine Vorgesetzte ist da an. Du bist meiner. Schuldige. Falsches Fahrzeug. Sind unterwegs. Wow. Aber ich sag mal, um dieses Bilderrätsel hier, um dieses kleine Puzzlechen, kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal Tschüss bis morgen und bis dann. Ciao.